Viele Baustellen, wir haben es gehört. Uns zugeschaltet ist jetzt Egon Rams, General AD. Wir grüßen Sie, Herr Rams, einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Frau Wiertel, schönen guten Tag, Frau Lehfeld. Ja, helfen Sie uns doch bitte, Licht ins Dunkel zu bringen. Frau Lamprecht weist die Schuld von sich und kritisiert ja jetzt ihre Vorgänger und Vorgängerinnen. Die hätten die Bundeswehr kaputt gespart. Man muss ja auch dazu sagen, seit Februar ist jetzt allerdings viel Zeit ins Land gegangen. Und die Rüstungsindustrie beklagt sich ja auch und sagt, es würden die eingehenden Bestellungen fehlen. Was ist jetzt genau das Problem? Hat die Ministerin hier vielleicht wirklich etwas Zeit verloren? Oder weist sie einfach auf ihre Vorgänger und Vorgängerinnen, weil die wirklich das Ganze haben ja kaputt gespart und schleifen lassen? Also sie hat mit dieser Aussage in Teilen recht, einfach aus dem Grunde, weil im Jahre 2011 Entscheidungen gefällt worden sind hinsichtlich des Bundeswehrhaushaltes, der über die ganzen Jahre notleidend gewesen ist, und Entscheidungen getroffen worden sind auch zum Thema Bevorratung Munition und Bevorratung Ersatzteile. Das heißt, die Vorgängerregierungen haben schon, ich sage mal, einen guten Teil dazu beigetragen, dass die Bundeswehr in dem Zustand ist, den sie heute hat. Das ist der eine Teil dabei. Auf der anderen Seite bezogen auf das Thema F-35, auch hier hat es bereits vor 2 Jahren Entscheidungen gegeben. Damals wurde über die F-18 geredet. Die F-35 kam jetzt relativ kurzfristig im Februar in der Zeitenwende-Rede unseres Bundeskanzlers auf einmal hoch. Trotzdem, wenn man sich für ein solches Vorhaben entscheidet, muss man alles daran setzen, um dieses Vorhaben schnell zu realisieren. Da gibt es aber in diesem speziellen Jahr noch ein Problem. Wir haben bis Mitte des Jahres unter der vorläufigen Haushaltsführung gelebt, weil der Haushalt erst zum 1.7. in Kraft gesetzt worden ist. Und die Grundgesetzänderung für das Sondervermögen ist noch später beschlossen worden. Von daher war kaum eine Chance, an die entsprechenden Gelder heranzukommen. Der Verteidigungshaushalt hätte dafür sowieso nicht gereicht. Aus dem Sondervermögen wäre es vielleicht möglich gewesen, das Ganze anzuschieben. Das ist erfolgt. Und das, was jetzt beschrieben wird, auch als Risiken beschrieben wird, halte ich bei einem solchen 10-Milliarden-Vorhaben wie der F-35 durchaus für eine relativ normale Entwicklung. Das heißt, die Situation ist schwierig. Man muss sich darauf konzentrieren. Und die Forderung, dass es eine Chefsache wird, also für die Ministerin selber, ist sicherlich nicht ganz unbegründet. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.